Okay, ich möchte euch mal kurz zeigen, wie der Schnorchel eigentlich an sich funktioniert. Hier oben ist ein Luftkügelchen drinnen, welches natürlich dann auch mit Luft gefüllt ist, logischerweise. Und wenn die Maske unter Wasser geht, wird dieses Luftkügelchen nach oben steigen und verschließt hier oben. Hier ist der Lufteinlass, verschließt dann hier die Atemzufuhr und so fließt kein Wasser ein. Wenn aber dennoch Wasser einfließen sollte, dann habt ihr die Neigung vom Schnorchel falsch gewählt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so kopfüber nach unten taucht, dann steigt natürlich das Kügelchen in die Richtung nach oben und dann kann es sein, dass ein bisschen Wasser hier mit reinläuft. Auch kein Problem. Ihr braucht nur aufzutauchen und dann seht ihr, dann läuft das Wasser an dem Auslauf hier heraus.